Hallo, ich bin Laura. Ich bin Lena. Wir beide haben uns für einen Ausbildungsberuf im Handwerk entschieden, nämlich als Augenoptikerinnen. Um euch diesen Beruf näher zu bringen, filmen wir heute das Video für euch, um euch unseren abwechslungsreichen Beruf vorzustellen. Ein Teil unseres Aufgabenbereichs als Auszubildende Augenoptikerinnen ist die Vorarbeit für die Refraktionisten zu leisten, die später die Sehstärke am Kunden ganz genau ausmessen, damit man damit die perfekte Brille machen kann. Dazu benutzen wir ein spezielles Gerät, das sogenannte Autorefraktometer, das die Sehstärke objektiv ermittelt. Dann wird dem Kunden die Fehlsichtigkeit erklärt sowie deren Auswirkung und wir vergleichen die mit der alten Brillenkorrektur. Ist es besser oder schlechter geworden? Was könnte sich verändert haben? Das Verkaufsgespräch ist einer der wichtigsten Bestandteile. Hierbei erfragen wir den Kunden über seine Wünsche und Vorstellungen, um ihm eine optimale Versorgung bieten zu können. Als erstes sucht man mit dem Kunden eine Brillenfassung aus. Dabei ist es von Vorteil, wenn man ein Gespür für Mode hat, um für den Kunden eine für ihn passende Fassung auszusuchen. Durch Corona besteht bei uns im Verkaufsraum sowie auch während der Messung die Maskenpflicht. Nachdem man die Brillenfassung und die Gläser ausgesucht hat, ermittelt man die Durchblickspunkte an der Fassung, um die Gläser später richtig einarbeiten zu können. Hierbei ist Genauigkeit gefragt. Jetzt können die Gläser bestellt werden. Wenn die Gläser bei uns ankommen, wird die Qualität kontrolliert. Per Hand oder am Automaten werden die Gläser in Form geschliffen. Eine ruhige Hand ist hier von Vorteil. Nachdem das Glas formgerandet wurde, wird es in die Fassung eingearbeitet. Dafür benötigt man viel Fingerspitzengefühl. Nach der Einarbeitung werden die Gläser genauestens überprüft. Die Stärke muss exakt stimmen und es darf keine Oberflächenfehler wie zum Beispiel Kratzer im Glas geben. Ein anderes Aufgabenfeld ist die Reparatur und das Instandsetzen von Brillenfassungen. Dafür lernt man unter anderem auch das Löten von Metall. Bei der Abgabe holt der Kunde seine fertige Brille ab. Hier wird nochmal kontrolliert, ob der Kunde mit der Brille richtig sieht und ob sie bei ihm perfekt auf der Nase und auf den Ohren sitzt. Das war ein kleiner Einblick in unseren Betriebsalltag. Daneben gibt's etwa alle 3 Monate einen Schulblock in Freiburg, bei dem die theoretischen Inhalte vermittelt werden. Man wohnt dann im Lehrlingsheim in Freiburg, was sehr viel Spaß macht, und geht dort zur Schule. Falls wir mit unserem Video euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden, bei Optik Ufert. Die Website findet ihr im Netz.